Auf der Weiterfahrt von Riedbech nach Reda-Wiedenbrück folgt schon das nächste Naturschutzgebiet. Und zwar das Naturschutzgebiet Emssee. Der See ist etwas versteckt, hinter dem dichten Buschwerk erkennbar. Das durch Sandabbau entstandene Stillgewässer hat große Bedeutung für Wasservögel als Brut- und Raststätte. Ja, am Emsradweg haben wir hier Herrn Lakebrink getroffen. Er kommt sogar aus Reda selbst hier, ein Einheimischer. Genau. Und er ist auch vom Radweg sehr begeistert, denn er ist auch den Radweg schon gefahren, hier von Hövelhof bis? Ja, bis zum Ende, bis nach Emden und dann weiter auf den Nordseeküstenradweg. Hier, was können Sie uns da noch empfehlen hier für die Radfahrer, was sie unbedingt sich ansehen müssten? Hat man in Wiedenbrück natürlich auch eine sehr, sehr schöne Altstadt. Man hat den Emssee, das Seecafé, ist es halt landschaftlich sehr, sehr schön. Wie schon in Riedberg begegnen uns auch hier in Wiedenbrück die lebensgroßen Figuren aus Beton, die jeden Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Franziskaner mit 4 Nonnen, so nennt die Bildhauerin Christel Lechner ihr Kunstwerk, das vor der Marienkirche zu sehen ist. Dank der Burkhard-Kramer-Stiftung zählen inzwischen ca. 80 Figuren zur Dauerausstellung Alltagsmenschen, die an verschiedenen Orten zu finden sind. Zum Beispiel der sorgenfreie Himmelsgucker oder die Frau auf der Bank und der Mann mit dem Hut. Die drei Mühlräder erinnern an die Neue Mühle oder Strothjansmühle genannt. Eine Getreidemühle, die hier von 1250 bis 1969 stand. Die Kombination von drei Mühlrädern war und ist sehr selten. Jedes der Räder hat einen Durchmesser von knapp 5 Metern, wobei insgesamt etwa 2500 Schrauben verarbeitet wurden. Der Radweg führt sich dann oder zieht sich dann weiter durch das Gartenschaugelände. Der circa 3 Kilometer lange Landesgartenschaupark, die Flora Westfalica von 1988, verbindet die beiden historischen Stadtkerne von Wiedenbrück und Reda. Die Flora Westfalica und der Schlossgarten in Reda zählen zu den schönsten Gärten Europas. Was können Sie uns denn hier in Reda noch empfehlen? Also in Reda-Wiedenbrück ein Muss ist natürlich hier auf dem Emsradweg das ehemalige Landesgartenschaugelände von der Gartenschau 1988, das heute noch sehr schön erhalten ist und halt durch den Radweg einmal durchquert wird. Da hätten wir hier in Reda, wir haben gerade im Hintergrund, hier erkennt man sich ganz so gut, haben wir einmal das Rederer Schloss, die Mühle zum Schloss,
Dazu gehören die Orangerie, den Rosengarten, also das ist sehr schön. Rheda hat auch eine zumindest teilweise schöne Altstadt mit netten kleinen Cafés. Also hier kann man gut Pause machen, Kleinigkeit essen. Ist das Schloss denn hier noch bewohnt hier? Das Schloss ist bewohnt, genau. Das war seinerzeit bis zur Gartenschau war es bewohnt durch die Fürstenfamilie. Die sind dann umgezogen ins Haus Bosfeld nach Rheda. Seit einigen Jahren wohnt aber unser Erbprinz Maximilian wieder hier im Schloss. Was heißt hier Erbprinz? Mit seiner, ja, er ist der Nachfolger, der alte Fürst ist inzwischen verstorben. Und der Prinz Maximilian ist nun hier Schlossherr und wechselt immer mal Schloss Limburg und Rheda auf seinen Wohn- und Geschäftssitz. Wir haben ja sehr viele Ländereien. Und der Hauptwohnsitz ist allerdings hier mit seiner Frau und seinen Kindern. Das Schloss selber kann man jetzt auch besichtigen? Es gibt feste Besichtigungstermine, aber das ist wohl nur nach Absprache möglich. Da müsste man sich in der fürstlichen Kanzlei erkundigen, wie da die Termine sind. Aber es ist nicht mehr so offen zugänglich, wie es vor einigen Jahren noch war. Radweg, den nutzen Sie? Das ist auch mein täglicher Weg zur Arbeit. Genau, ich wohne in Rheda, arbeite in Wiedenbrück bei der Kreisverwaltung. Die hat dort auch noch einen Standort, obwohl es ja der Kreis Gütersloh ist. Und ja, mein täglicher Weg, Tag ein, Tag aus, Sommer wie Winter, ist dann der Emsradweg. Der ist sehr gut ausgebaut, sehr gut zu fahren. Und ja, einziger Nachteil ist, dass der halt nicht geräumt wird und man im Winter dann auf Schweigreifen zurückgreifen kann und was ich auch empfehle bei einem Eis. Aber das ist wirklich ein ganz toller Arbeitsweg. Ja. Dann brauchen Sie ja im Grunde genommen gar kein Auto. Ich persönlich brauche kein Auto. Das Auto ist in erster Linie für Einkäufe und das Chauffieren der Kinder. Steht aber die meiste Zeit zu Hause vor der Tür, weil meine Frau auch ein Stück weit diesen Radweg nutzt. Die arbeitet hier bei den Westfalia-Werken in Wiedenbrück. Zwischen dem Schlosspark und dem Rosengarten befindet sich das Emshaus. Die ehemalige Villa ist heute ein beliebtes Café und Restaurant. Nun verlassen wir endgültig Rheda-Wiedenbrück, die 1970 als Doppelstadt aus den beiden Städten Rheda und Wiedenbrück sowie den Dörfern Batenhorst, Lintel und St. Veit gegründet wurde. Hier in Westfalen scheint der ideale Boden für leckere Kartoffeln zu sein. Und Spargelfelder gibt's hier auch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es heute Mittag grünen Spargel mit Kartoffeln gibt. Was ist denn der Unterschied zwischen grünen und weißen Spargel? Na, der weiße Spargel wächst unter der Erde und der grüne über der Erde. Und außerdem, der grüne Spargel soll mehr wertvolle Vitamine enthalten. Klosteranlage Marienfeld im gleichnamigen Ortsteil von Hasewinkel ist ein beliebter Ort der Ruhe und Einkehr. Die über 800 Jahre alte
spätromanische Abteikirche ist ein herausragendes Baudenkmal. Die besondere Bauweise der Abteikirche beeinflusste die sakrale Architektur, nicht nur in Westfalen, sondern in ganz Nordwestdeutschland und darüber hinaus bis in den Ostseeraum. Kontraste wurden harmonisch miteinander verbunden. Die spätromanische Schlichtheit des Gebäudes mit der reich verzierten Innenausstattung aus Hochgotik und dem Barock. Sowie der im Stil der Gotik gehaltene Kreuzgang. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Emsradweg hier zu befahren? Na gut, wir haben uns überlegt, meinen ersten Radurlaub zu machen, bisher immer nur Tagesstrecken bisher erlebt. Und dann war einfach so die Frage, wo können wir denn hingehen? Ziel, 7 Tage ungefähr. Und dann haben wir von der Kollegin mitbekommen, Emsradweg ist ja schon mal gefahren. Die sind auch bis Emden und haben dann noch 2-3 Tage dann in der Nordsee oben verbracht. Und dann habe ich von meiner Frau noch eine diverse Auswahl an Radtouren einfach bekommen und habe gemeint, schau sie dir mal an, guck mal, was dir gefallen würde. War das jetzt Ihr erster großer Radurlaub bzw. Radweg? Mein erster, ja. Ihr erster? Also bisher nur Rad. Also hat Ihre Frau Sie dazu bewogen, aufs Fahrrad zu steigen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, vor vielen, vielen Jahren, ja. Eher vor Jahrzehnten hat sie mich vom Motorrad aufs Fahrrad runtergelockt und seitdem sind wir unterwegs, allerdings standardmäßig dann halt Tagesstrecken. Was ist denn der Vorteil hier, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und gegenüber am Motorrad? Man kann sich unterhalten, braucht keinen großen, schweren Helm, wo man nachher nichts mehr hört. Und sind beide unterwegs, also Motorrad war immer das Problem. Also einer fährt, einer ist aktiv und der andere hockt wie ein Äffle hinten drauf, macht keinen Spaß. Also als Beifahrer, muss ich sagen, hatte ich immer Angst. Und da verstehe ich auch meine Frau, dass sie auf dem Motorrad nicht fahren wollte. Und die Unfallgefährdung ist halt doch deutlich höher als mit dem Fahrrad. Ja, und Ihr erster Eindruck hier jetzt vom Emsradweg? Sie sind jetzt wie viele Kilometer unterwegs? Die Tagesstrecke war heute 70 Kilometer. Also von den Emsquellen jetzt bis... Ja, also wir haben da Einstieg in Höfelhof gemacht, da haben wir das Auto stehen lassen auch. Haben dann gestern Abend noch im Vorgriff jetzt zur Tour im Endeffekt die Emsquelle, die untere Emsquelle angeschaut bei Höfel, in der Nähe von Höfelhof. Das Infocenter, das ist sehr schön gemacht gewesen. War Gott sei Dank noch offen und dann sind wir zu der Emsquelle gelaufen. 70 Kilometer, war das jetzt für Sie ziemlich anstrengend hierhin? Ja, das Sitzfleisch merkt man jetzt, aber jetzt so 5 Kilometer vom Ziel, muss ich sagen, ist kein Problem. Das wäre dann die Tagesetappe für Sie und ja. Das geht dann weiter bis nach Emden? Ja, also so, wir schauen halt, dass wir Münster anschauen, vielleicht einen Tag. Gezielt nochmal dann dazwischen schieben und dann halt gemütlich weiterfahren bis nach Emden. Und wo kommen Sie jetzt ursprünglich her? Sie stammen aus? Aus Lüdingsburg, in der Nähe von Stuttgart. Von Stuttgart, oh, das ist natürlich auch schon ein paar Kilometer entfernt. Sind Sie extra für den Emsradweg von Stuttgart hier oben hingekommen? Ja. Mit dem Auto angereist? Ja, die erste Überlegung war per Zug. Dann haben wir die Zugpreise gesehen, dass es doch ein bisschen umständlich war. Dann haben wir wie viel mal umsteigen hätten Sie müssen? Ah, das war 4-mal die eine Strecke und von den Preisen her, dann wären wir halt deutlich teurer gewesen als mit dem Auto. Ja, und am Bahnhof, im Höfelhof kann man ja auch gut parken. Aber wir haben bei unseren Vermietern das Auto stehen lassen können. Das ist außerhalb ein schöner Hof und eine große Wiese, da stehen jetzt schon ein paar andere Autos mit dabei. Das holen wir dann halt wieder ab, wenn wir zurückkommen. Ja, super, dann wünsche ich Ihnen noch gute Fahrt. Ja, danke gleichfalls. Alles und Ihnen Gute. Viel Erfolg. Dankeschön. Vom Naturschutzgebiet Bomberge kommen wir nach Hasewinkel, der Mähdrescher Stadt. Sie ist eng verbunden mit der Firma Klaas, ein international bekannter Landmaschinenhersteller und Erfinder des ersten selbstfahrenden Mähdreschers, also ohne Zugmaschine. Das war eine Pionierleistung. Am 15. Dezember 1952, dem 65. Geburtstag vom August Klaas, stellte das Unternehmen den ersten selbstfahrenden Mähdrescher namens Herkules vor. Im Hasewinkeler Stadtteil Greffen entdecken wir direkt am Emsradweg das private Motorradmuseum von Christa Beckmann und ihren verstorbenen Mann Heiner.
Mit viel Herzblut haben die beiden leidenschaftlichen Sammler über 200 Motorräder zusammengetragen. 200 Motorräder? Da kann man doch einfach nicht vorbeifahren. Du hast recht. Das müssen wir uns ansehen. Dieses Motorrad ist das älteste Motorrad, der älteste Roller der Welt. Der ist von 1905. Dieses rote? Ja, das stammt aus, also dieses hier, ne? Genau. Das stammt aus Frankreich. Es heißt Autofauteuil, der fahrende Sessel. Der fahrende Sessel. Und das hat ein Holländer vorher besessen aus. Und der hatte leider Kehlkopfkrebs und konnte nicht mehr fahren. Und dann hat er das Heiner verkauft. Hier ist auch ein Foto von Aje Beutemer. Das ist der Holländer, der das restauriert hat. Aber das ist insofern interessant. Das hat auch Pedalen. Das ist der gute Mann. Ja, Aje. Bester Freund von Heiner. Heiner ist wiederholt mit ihm gefahren. Guck mal, und dieses, siehst du die Pedalen da? Ja. Das sind Bremsen. Das sind Bremsen, also damit hat er nicht angetrieben? Eben. Weißt du, was der arme Kerl machen musste? Der musste sich den Lenker schnappen, dann musste der rennen bis 20, 30, 40, bis er endlich angesprungen ist. Und dann muss er im Affenzahn aufspringen, sonst ist Motorrad ohne ihn weg. Oh nein. Und jetzt sieh mal, da hinten der schöne Sessel, dahinter ist so ein silberner Tank. Ja. Ich habe gedacht, da ist bestimmt Benzin drin. Schätz mal, was da drin war. Alkohol. Wasser. Das ist ein wassergekühltes Motorrad 1905. Habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Spannend. Und die ganze Beschreibung steht hier mit auf diesen ganzen Dingern drin. Das haben wir geschenkt. Also, das ist der Wahnsinn hier, was hier an Motorrädern gesammelt worden ist. Ja, das ist was. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das große Leben. Das ist, glaube ich, das größte. Guck mal da, so sehen die aus, wenn Heiner. Sammlung von Motorrädern, die es. Ach, warte, gibt noch mehr. Gibt noch mehr? Guck mal, die hat er gefunden. Sagt er, guck mal, habe ich gekauft für 5000 Mark. Sag, bist du bescheuert für den Trümmerhaufen? Ich war sauer. Das ist das Motorrad 600 Stunden später. Also Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin weg. Das ist meine Hula. Mit der bin ich immer gefahren. Hier, diese rote? Das ist meine, genau. Zweiter Stinker in der Tasche hatte ich immer Zündkerzen drin. Siehst du, und das ist Kapitbeleuchtet. Siehst du da oben? Kapitlampe. Ja, und zwar hier unten, das ist der Katalysator. Unten ist Kapit drin, oben Wasser. Und dann drehst du oben am Rädchen und dann tropft das Wasser auf die Kapitkörner. Und daraus entsteht dieses Acetylengas und durch die Schläuche kommt das in die Lampe. Guck, und hier ist Christa Jung und Schön. Eine Schüttung. Aus 1930. Hier. Der hier rum. Oh, mal, was haben sie denn hier? Ja, das ist eine Indien aus Amerika. Von 1929. Und eine Harley steht da hinten. Die ist nur noch nicht restauriert. Die kommt aus Bolivien. Nein. Das ist Saulia. Damit ist er auch früher immer gefahren. Und dann guck mal, und da hinten noch die beiden Damen. Ja, das ist Tandem. Lustige Landpartie. So. Lustige Landpartie, ja, ganz genau. Ja, Franzosenmädchen. Von 1928, Köhler Escovier heißt das Motorrad. Und das ist auch nochmal interessant, da vorne hast du mein Motorrad gesehen, ja. Die Schüttow. Und dieser Schüttow hat bei den Wandererwerken als Ingenieur gearbeitet. Dann hat er dieses Motorrad rausgebracht. Guck mal, der ist schon mit Kette angetrieben. Ja, Fußkupplung, Handkupplung. Sogar ein Kickstarter, 1923. 1923. Totale Sensation. Guck, das ist auch nochmal eine Franzose. Das ist ja auch ein Hula. Guck mal, hier ist eine Hula aus Hagen bei Bremen. Da ist ein kleines Dorf, so wie unser Greffen. Und alle Männer haben bei Heinrich Helms gearbeitet und haben Hula-Motorräder hergestellt. Und da hat es so einen geilen Schlager gegeben in den 20er Jahren. Mit der Hula fährst du Truller wunderschön durchs weite Land. Ich habe schon gedacht, ob der Robert Kreis vielleicht mal die Melodie dazu hätte. Das wäre doch sicher witzig. Da steht der Plattenspieler da auch bei. Und jetzt habe ich hier so ein Schalzkleidchen an, damit man überhaupt mal weiß, was das für eine Zeit war. Das ist auch interessant, das ist ein Derat. Oh, das ist aber eine ganz schwere, ne? Derat ist eine alte Pulvermühle gewesen ab 1200
und die durften nichts mehr für die Rüstung machen nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann haben die alle Motorräder gebaut, genau wie BMW. Guck, und das ist auch nochmal eine Stock, aber die hat einen Kardanantrieb. Und für was kleine, hat die für einen Antrieb? Dieser Kardanantrieb, das ist ein gegossenes Gehäuse. Und von 10 Gehäusen waren 7 Matsche. Da sind Lunker drin gewesen und waren Löcher drin und das haben die fast nicht dicht gekriegt und haben die nach einem Jahr aufgegeben. Wir sind einfach nur überwältigt von diesem leidenschaftlichen Lebenswerk. Und von der unnachahmlichen Christa Beckmann, die zu jedem Motorrad eine Geschichte erzählen konnte. Es war mal wieder wunderschön. Wir sagen euch auf Wiedersehen. Wenn's dann wieder weitergeht, hier auf dem Imsradweg. Bis dahin, bleibt gesund und munter.